Topfgucker TV empfiehlt. So, jetzt haben wir hier unseren Hecht. Den haben wir jetzt recht sauber gemacht und die Flossen weggeschnitten. Schwanzflosse von dem Fleisch, was da war, haben wir ein schönes Carpaccio gemacht. Hier ist der Kopf. Das alles zusammen ergibt einen wunderbaren Fond. Entweder eingefroren und dann verwendet oder sofort. Der kommt jetzt in diese Gusseisen. Große Gusseisen rein. Dazu nehmen wir ein bisschen Salz, reibt den in ein bisschen ein. Ein bisschen außen. Denn der hatte, das ist ein Süßwasserfisch, der braucht schon ein bisschen Salz. Jetzt kommt unser Schalotten, Knoblauch. Hat die Christiane schön fein gehackt. Gehen wir außen ran. So, jetzt haben wir unsere Butter. Die legen wir so in Flocken oben drauf. Natürlich wird sich das auflösen, runterfließen. Man muss da alle paar Minuten mal mit einem großen Löffel reingehen und das wieder drüber gießen, damit der Junge nicht austrocknet. Ne? Damit es schön einzieht. So. Hier haben wir noch. Das ist eigentlich das, was wir an Knoblauch und Sahne und so weiter übrig haben. Das ist nicht schlecht. Sollte man nicht wegwerfen, sondern verwenden. Jetzt einen schönen Weißwein angießen. Dafür nehmen wir einen Weißburgunder von Jülk, von Schweigen, am Deutschen Weintor. Ist also sehr lokal. So 20 Kilometer von hier. Gießen den so unten rein. Da kann ruhig ein bisschen mehr sein. Das wird dann am Schluss nämlich richtig kräftig reduziert, damit das Geschmack annimmt. Also es bleibt nicht so flüssig. Das wird in der Kupferkasserolle dann reduziert. Mal so. Jetzt gehen wir damit zum Ofen. Da haben wir es. Backofen auf, der ist also auf. Jetzt habe ich ihn auf 200. Kann man am Anfang lassen, später auf 180 runtergehen. Jetzt geht das Ganze rein. So. Dazu gibt es dann später so halbbreite Nudeln. Wie man sie hier in der Pfalz auch macht, also Nudeln nur mit Ei. Keine Nudeln in die Wasser rankommen. Die werden gemacht nur mit Mehl und Ei. Und Eigelb eher ein Eigelb extra als zu viel Eiweiß. Das ist jetzt mein Kalbsfond. Und der steht da so super da. Davon habe ich jetzt 5, 6 große von diesem großen Löffel zum Fisch mit reingegeben, zum Hecht. Das gibt der Soße noch mal ein bisschen Dampf. Ne? Die wird dann sehr gut schmecken dadurch. Hier haben wir unsere Nulden, die sind jetzt aus dem Elsass, aus Mallenheim, nicht sehr weit von hier. Und das ist eine sehr gute Qualität. Das sind halt richtig schöne Eiernudeln. Normalerweise können wir das auch mit einer Nudelmaschine selbst machen, aber dies ist eine ordentliche Qualität. Die gibt es, glaube ich, überall, auch bei uns hier von anderen Herstellern, von kleinen Herstellern. Und die sind dann perfekt zu unserem Hecht. Mit dieser cremigen, schön butterigen Soße mit viel Sahne und Kalzsoße. Der Hecht ist jetzt praktisch fertig. Da ist er. Und jetzt machen wir unsere Soße fertig. Die holen wir raus, reduzieren das noch ein bisschen. Und während die Nudeln kochen, ist dann die Soße reduziert. Und dann kommt das auf den Teller und kann gegessen werden. Salz ist ja klar, kommt in das Nudelkochwasser rein. Aber bitte keinerlei Fett. Das macht man nicht. Die werden dann, wenn sie fertig sind, kurz gebuttert. Und da muss man einfach dabei bleiben, damit man sieht, wenn die fertig sind. Der Vorteil bei so einem Nudelkochtopf, das wissen wahrscheinlich alle, aber für die es nicht noch, die wissen, man kann die jederzeit rausholen, wenn sie fertig sind, und so schräg stellen, dann garen sie ja nicht weiter. Und wenn ich die dann wieder heiß brauche, wenn noch jemand eine Portion will, dann gibt man die für ein paar Sekunden wieder rein ins Kochwasser und dann sind die wieder, dann kleben die nicht zusammen. Also nicht komplett runternehmen, sondern einfach so und warten, bis man dann welche braucht und dann gibt man die wieder kurz rein. Dass der Topf nicht zurückfällt, kann ich zum Beispiel einen Kochlöffel hinten reinklemmen, vorbei. Jetzt holen wir unseren Hecht aus dem Backofen raus. Da ist er. Das sieht super aus. Gut heiß.
Nehmen jetzt, geben das jetzt hier rein und reduzieren das mal, dass das eine gewisse Konsistenz passt. Da sich ja durch das Einkochen diese Soße jetzt kräftig reduziert, erhöht sich ja der Salzgehalt im Verhältnis zur Flüssigkeit, um das jetzt so zu bringen, dass es rund schmeckt und nicht zu salzig wird. Gebe ich jetzt noch ein bisschen Sahne rein. Muss ich jetzt halt probieren, ist klar. Muss er die abschmecken. Noch ein bisschen. Das wird reichen. Lass mal die bei nicht allzu großer Hitze mehr, dass die einfach heiß bleibt. Die Nudeln sind auch gleich fertig. Dann können wir anrichten, auf die Teller das geben, den Hecht dann gut zerteilen. Das ist für 7 Portionen reicht, denn wir sind jetzt gerade zu 7. Teller bitte immer vorwärmen. Denn wenn die Teller kalt sind, dann wird in der Regel zu schnell gegessen. Mal wir gucken, dass man sowas Schönes schnell warm essen kann. Das ist nicht so gut. Man sollte die Teller so warm machen, dass das keine Eile erzeugt. Wenn die Teller warm sind, kann man langsam essen und das wirklich genießen. Das ist eine ordentliche Portion. Ich glaube, da muss keiner hungern. So, jetzt können wir die Teller anrichten. So, es ist auch fertig. Das Wichtigste ist, am Schluss dann den Hecht natürlich zu zerlegen. So, der letzte Teller. Jetzt wünsche ich guten Appetit. Hoffe, es schmeckt. So, jetzt anstoßen. Prost. Hat wahnsinnig Spaß gemacht. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.